So, weiter geht's heute in Hamburg mit dem nächsten Spiel. Nachdem 5 Minuten 3-1 gegen die Mitte Hamburg und dann Gladbach. Na dann. Oh, wir müssen ein bisschen rotieren, weil unsere Mannschaft ein bisschen angeschlagen ist, fitnesstechnisch. Ah, gut, okay, dann alles gut, kein Problem. Kein Problem. Achso, den sollte ich mal spielen lassen, den Paulinho. Nicht immer nur auf die Bank packen, weil halt Torjägerkanone und so. So, ich glaube, ansonsten passt das. Habe ich ja Kurkuma nicht auf die? Ne, der spielt in der Stamm, ne? Alter. Ne, alles gut, dann passt das so von der Aufstellung. Wir müssen ein bisschen rotieren, weil, wie gesagt, das sind einige Spieler nicht ganz fit. Also viel gelaufen im letzten Spiel, viel geackert. Oder wenn wir jetzt einen 3-Tages-Rhythmus haben, jetzt haben wir in Hamburg. Dann morgen, also morgen spielen wir dann in Gladbach. Ja, da sollte eine vierte Truppe da sein. Ja. Geht gleich los auf jeden Fall. Na dann, auf geht's. Im Mittelpunkt steht hier Manuel Neuer. Denn der denkt wohl über sein Karriereende nach. Heute darf er von Anfang an ran. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Heute sind wir hier zu Gast im Hamburger Volksparkstadion. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Hamburger SV gegen Schalke 04. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Vor diesem Spiel wurde viel über Manuel Neuer geredet. Denn alle fragen sich, wie wird er sich entscheiden? Hört er auf? Macht er weiter? Uschi, wie siehst du das? Was würdest du ihm aus deiner Sicht empfehlen? Boah, also ich glaube, der ist so erfahren, dem muss ich keinen Ratschlag geben. Das weiß er selbst am besten. Er weiß, wie es ihm geht, vor allem auch gesundheitlich. Die Frage ist auch, ist der unbedingte Wille noch da? Also nach so einer Karriere könnte ich schon verstehen, wenn er sagt, nee, reicht, ich hänge die Schuhe an den Nagel. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie sind bekannt für ihren enormen Druck, den sie immer wieder ausüben. Ja, geht jetzt gleich ins Match. Dafür brauchst du besondere Spieler, die haben sie aber. Die Frage, schaffen sie es, Lücken im Rückraum zu vermeiden? Auswärts in Hamburg sollen wir mal gewinnen. Mit einer runterneuerten Truppe, hat Akpoguma noch eine Mannschaft, Becker rechts, Gerga Latza auf der D6, dann Gosens, Paulinho, Reus und von Hollenburg hat. Werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, also, ein bisschen rotiert. Wie gesagt, auch das hat nur Fitnesskunde nach dem letzten Spiel in Turin, vor 3 Tagen. Und heute wollen wir in Hamburg gewinnen. Das sollte eine leichtere Aufgabe werden, als das, was wir in Turin gezeigt haben. Aber, wie gesagt, mal gucken, was passiert heute. Erstmal der HSV über links. Und Becker kriegt den zur Ecke. Und die Nummer 21 von uns, das ist Marco Reus gewesen, der mit diesem Kopfball den Konter einleitet über Robin Gosens. Der hat nämlich auf der anderen Seite heute, spielt er eigentlich normalerweise links. Er holt sich den Ball.
links aus, ich bin aber diesmal nicht ganz reinkommt. Super, dieses guter Ball, ja, Ramczuk, erste Chance aus Tor gegen 2 gegen 1. Oh, Tor für nach 2:0. Aber also. Was für ein Konter! Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Komplett offen da hinten drin. Einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Sie sind jetzt also in Führung. Ja, der Liga wollte ich mir zumindest nicht noch die Blöße geben. Guter Einsatz. Gut gelöst da vom HSV da hinten, diese Grätsche, um. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Oh, um die Chance zu verhindern. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 12 Minuten. Egal, ja. Einfach. Das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Paulinho. Paulinho, Burkhardt. Gosens, guter Ball, oder? Kommt nicht an. Schön, die Hamburger schön zu da hinten. Ja, guter Pass. Und wieder nochmal Galliano. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es will wirklich nicht viel und können. Das Problem, ich stehe da hinten verdammt offen. Zu offen. Wieder der Ballverlust da vorne in der Box. Und wieder steht man hinter den Affen. Komplett da hinter den Affen. Nächste Chance, Mutze. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Harrison, dazwischen. Jetzt vielleicht die Flanke. Diese komplette Runde neu hat der Schalker Defensive funktioniert überhaupt noch gar nicht. Chance vielleicht, Abwehr ist da. Oh. Deutlich entspannter anschauen, so bleibt spannend. Ach, Poguba. Nico Elvedi. Elvedi, ja. Man ist viel zu offensiv da vorne. Ja, jetzt mal Paulinho! Und das ist die Spitzenmannschaft. 1:1. Erste Chance haben sie. Und so spielt eine Spitzenmannschaft. Defensiv überhaupt nichts funktionieren und dann spielt es einmal vorne in die Offensive und dann haut der Paulinho der Ding da eben einmal kurz rein. Dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie 19. Saisontor. 1:1. Tor für Schalke 04. Die Nummer 10. Paulinho. Also erstmal zumindest unsere Hausaufgaben gemacht, aber sehr zwecker. Paulinho. Ja, diesmal ist er gestört worden, dass er da nicht reingehen kann. Liss Mosse. Auf einem anderen Platz ist ein Tor gefallen. Ich gehe kurz ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Frankfurt. Stark gemacht, das könnte was werden. Elfmeter. Ja, das ist aber ein richtiger Elfmeter. Das war ein blödes Foul, unnötiges Foul. Unsere Defensive passt hinten und vorne nicht. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Musee gegen Neuer. Aber keine. Da ist er drin. Er war zwar in der richtigen Ecke und der haut dann aber in den Winkel. Hamburg führt wieder verdient. Ach, in den Winkel mit dem Winkel. Das nochmal. Das ahnt der Torhüter zwar, aber da ist ja nichts zu halten. Ich war schön dran oder die Richtung. Ja, es ist nicht unverdient, muss man sagen, ganz einfach. Chance vertan, die Kugel ist weg. Schalke mit dem Einwurf. Jetzt mal Reus über die Seite. Und jetzt Reus über den Flügel. Reus über den Flügel, ja, Reus kann.
Der nächste Elfmeter. So, diesmal auf der anderen Seite. Das ist jetzt die Gelegenheit, das Spiel hier wieder auszugleichen. Da gibt der Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Rickig. Ja, war ein Foul. Der trifft ihn unten links am Fuß. Und damit ist es ein Elfmeter. Und diesmal hält der Keeper den. Da kommt die Ecke. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so. Das funktioniert gerade nicht. Dann kommt da nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Sambo Anguisa. Weiter der HSV, ja. Es ist halt, die führen halt hochverdient, der Willi. Eigentlich wäre hier eine gute Chance gewesen. Eine Minute gibt's oben drauf. Gossens jetzt mal. Gossens! Gossens! Und der Keeper holt ein Hitter-Sing. Ecke, das ist die Chance zum Ausgleich. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Und Reus. Tor! Schalke ist wieder drin im Spiel. 2-2, 4 und 49. Minute, aber es ist die Nachspielzeit. Danny da Costa mit seinem Kopfballtor zum 2-2. Wie dieses Tor entstanden ist, da ist die Flanke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Ja, der Keeper sagt, ja, ich bleib doch lieber im Tor und das war der Fehler. Und Tor Nummer 2, der kostet, ja. Tor für Schalke 04. 2-2 zur Pause. Ein intensives Spiel mit vielen Torraumszenen. Darf gerne so weitergehen in Durchgang 2. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Super dieses Zuspiel. So, okay, da müssen wir also jetzt ein bisschen was tun, was vor allen Dingen defensiv funktionieren könnte, ja. Oh. Deswegen werde ich den Wechsel ziehen und Coutinho bringen, der jetzt als Stürmer ein bisschen arbeiten wird, er als das offensiver Mittelfeldspieler, aber ich brauche halt vorne nochmal was, ein bisschen mehr Qualität als der größte Teil ist nämlich nicht mit dabei heute, da Reus jetzt über die Seite, Richter zum Beispiel ist nicht mit dem Kader. Ich habe bisher das auch alles ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Gossens! Ja, wenn Gefahr noch irgendwo kommt, kommt von ihm Gefahr. Tolle Torchancen auf beiden Seiten. Ein offenes, ein spektakuläres Spiel. Wer das gewinnt, kann ich nicht sagen. Es gibt hier Einwurf. Einwurf für den HSV, okay. Rickig. Ja, was Coutinho betrifft, da sieht es so aus, als könnte er bald bei Paris Saint-Germain spielen. Gibt aber nichts Offizielles bisher. Insofern sollten wir noch abwarten, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Jetzt mal wieder der HSV. Das ist zu offensiv da alles hin. Oder zu defensiv zu schwach. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja, kriegt er? Nee, kriegt er nicht. War auch nicht anders gemacht. So nicht geplant eigentlich. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Wieder Gallardo! Neuer! Tor für den HSV! Mann! 3-2! Ist das eine Scheiße da hinten drin, was wir da momentan zusammen basteln, ey? Ja, Neuer, der hat das eigentlich sicher. Da kostet er eigentlich das vor und dann geht er wirklich hoch und macht ihn und dann trifft er jetzt auch wieder.
So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Hertha BSC. Ich komme aber auch nicht wirklich da vorbei, ne? Der Stand heißt nun 2:0. Gespielt sind 63 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Roman Jarenczuk. Liss Mosse. Jetzt kommt der. Erfahrung in der Bundesliga eingeblendet für den HSV. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Da sollten sie dabei sein. Da war da drei, aber selber schon gewonnen. Mann, ich krieg da auch gerade heute echt nicht hin. Das könnte vielleicht was werden. Da erobert er den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und auch hier, in diesem Ball einfach reingelaufen, hat den Konter HSV. Jetzt ist der Platz da. Nicht ungefährlich, aber der Ball ist erst... Großes. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Paulinho. Gute Aktion. Vielleicht jetzt. Hier ist der Torwart sicher, er hält den Ball. Der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Ja. Ecke kommt in die Mitte. Da hätte er mehr draus werden können. Sehr gut aus. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. Ecke kommt ins Zentrum. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Latza. Und der Vorteil für Schalke. Guter Zweikampf da. Wird Ecke geben. Mann. Oh, wechselt doch nicht 1000 Mal. Heute von ihm. Und jetzt hat er Feierabend. So, Ecke kommt. Schade, Ball ist weg. Der Ball ist ich krieg da auch gerade nicht hin, da irgendwas nochmal gefasst zu machen. Einen Pump würde ich mitnehmen zumindest mal. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Gladbach. Wie geht es gegen Gladbach im nächsten Bundesligaspiel? Da werden sie Punkte holen, da bin ich sicher. Und das haben sie heute auch gedacht. Reus. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Flanke soll zu Coutinho. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch. Das kann es nicht sein. Ich krieg's gerade echt nicht hin. Ich krieg keinen Pass da hinten durch. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Wenn jetzt aus vor das 4-2 macht, dann ist es nicht mehr ganz unverdient. Und dann ist es... Die geht komplett drauf. Paulinho. Reus. Eine Minute. Jetzt vielleicht die Flanke. Reus. Das war's. Wir haben den Schlusspfiff in diesem Spiel. Die Gäste haben diese Partie also verloren. Sie müssen sich weiter verbessern. Und es ist nicht mal unverdient. Die Niederlage heute nicht zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt, wie der Coach im nächsten Spiel reagiert. Es hat definitiv 0,0 da hinten gepackt. Sämtliche Bälle abgefangen. Es ist verdient für den HSV. Und das sind wieder drei Punkte, die uns fehlen. Das Siegtor erzielt und insgesamt einen tollen Auftritt abgeliefert. Oh Mann. Mann, ist das ärgerlich. Ich kotze mich das gerade an so ein bisschen. Es ist... Diese Niederlage kotzt mich so richtig an gerade. Weil das einfach unnötig ist. Mit dem Sieg wären wir da weg, schön weg gewesen oben, weil die Dortmunder auch, glaube ich, gepatzt haben. Wenn du bedenkst, dass du gerade beim Tabellenvorletzten verloren hast. Na gut, ist halt so jetzt. Gut, da müssen wir das verdauen. Das nächste Spiel ist gegen Gladbach und da wollen wir dann wieder gewinnen.